Meine Theorie zum Aufeinandertreffen von Amuro und Shushi Akai nach dem Intro. Komm mal, Leute, was geht ab? Ich bin's, Kado Akian. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Endlich nach längerer Zeit gibt es wieder eine Detektiv Conan Theorie, dessen Ursprung übrigens auf den 1. April zurückzuführen ist, denn dort haben wir dieses Killer-Panel gesehen. Shushi versus Amuro, übertrieben krass. Viele Leute haben mir damals gesagt, ach, das ist nur ein April-Scherz. Diese Leute wissen es nun besser, dass es kein April-Scherz ist. Und dort habe ich auch schon den möglichen Schauplatz des Aufeinandertreffens bekannt gegeben, und zwar die Villa von Shinichi Gudo, da praktisch, wo Shushi Akai alias Subaru gerade haust. Jetzt gucken wir uns nochmal das Panel an. Das Bild werdet ihr auch eingeblendet sehen. Und zwar haben wir Shushi, Amuro, beide halten sich den Ballermann ins Gesicht. Amuro kniet. Ganz wichtig, er kniet. Und wenn wir gleich noch sein Outfit begutachten, wissen wir, okay, schwarzes Basecap, schwarzer Pullover, schwarze Hose. Das ist so typisch dieses Einbrecher-Setup. Fehlt nur noch die Flex in der Hand. Die hat er aber wahrscheinlich nicht gebraucht, ja? Das heißt, er wird irgendwo eingebrochen sein. Warum kniet er? Er wird wahrscheinlich gerade irgendwas auf dem Boden gesucht haben. Warum sehen wir Shushi, der zufälligerweise ihm gegenübertritt? Ja, natürlich, weil er dort wohnt. Das sind erstmal schon die ersten paar Gründe, die ich euch deshalb, die ich euch erstmal erklären will, beziehungsweise nenne. Denn wenn wir uns mal einfach so den gesamten Manga und Kinofilm und alles angucken, ist es doch schon einen längeren Zeitraum her, wo sich diese beiden Herrschaften gegenübergetreten sind, beziehungsweise face-to-face gesehen haben. Die letzte Interaktion, die diese beiden hatten, war ja praktisch, wo Amuro Subaru damals verdächtigt hat, Shushi zu sein. Und Conan hat ja den ausgefeilten Plan gehabt, mit Hilfe von Yukiko und natürlich seinem Vater Yusaku das Ganze zu verkleiden, ja. Da hat sich praktisch der Vater als Subaru ausgegeben und Amuro wurde dann natürlich komplett gekreuzt, ja, aufs Kreuz gelegt, und im Endeffekt ist ja Shushi dann aufgetaucht, hat dann sogar telefoniert mit dem lieben Amuro, und damit war natürlich der Verdacht erstmal beseitigt und nun kann er ja als Subaru ganz normal weiterleben. Ein mega geiler Plan damals von Conan, by the way, mal kurz hinzugefügt. Ja. Und warum, weshalb, wieso gibt es jetzt noch zusätzliche Hinweise dafür? Denn wer sich das Kapitel angeguckt hat, ganz besonders 1010, 1011, der weiß, dass Ran ihr Portemonnaie verloren hat, ja? Und in ihrem Portemonnaie sind unter anderem auch ihre Schlüssel. Und sie hat natürlich nicht nur diesen Eingangsschlüssel, ja, zu diesem Gebäude, nicht nur den Eingangsschlüssel zu der Detektei Mori und so weiter und so fort. Nein, sie hat ja auch noch einen Schlüssel zu dem Haus von Shinichi Gudo, weil sie ja dort ab und zu mal sauber macht, beziehungsweise damals sauber gemacht hat. Und jetzt geht's ja weiter. Dieses Portemonnaie hat sie verloren mit dem Schlüssel. Und dann hat sie das Portemonnaie aber wiederbekommen von einem Bunny. Und dieses Bunny hat gesagt, dass sie dieses Portemonnaie von Amuro bekommen hat, der das angeblich vor dem Badezimmer gefunden hat, ja, weil es runtergefallen ist. Sehr, sehr komisch. Und Ran hat danach nicht ihre Brieftasche bzw. ihr Portemonnaie überprüft, ob die Schlüssel noch da waren, ja. Das heißt, erstens, entweder sind die Schlüssel weg, das heißt, Amuro hat sie vollständig entwendet, will nach dem Einbruch diese Schlüssel wieder reinlegen, das kriegt er ja irgendwie hin, oder aber er hat diese Schlüssel nur zeitweilig entwendet, um sich eine Kopie zu machen, um dort einzubrechen in das Haus von Shinichi, ohne großes Aufsehen zu erregen. Ja, das heißt, er muss keine Fenster einbrechen und so weiter und so fort. Nein, er kann einfach die Wohnungstür benutzen. Extrem geil eigentlich. Das heißt, wir hätten hier wieder weitere Hinweise, dass diese Theorie, die ich praktisch am 1.4. schon aufgestellt habe, wirklich in Erfüllung geht. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Der nächste Hinweis ist ja, dass ja Amuro im Vorfeld schon eine Nachricht bekommen hat, das war ja damals schon im Kapitel 1008, dass er Informationen über Shinichi sammeln soll. Und jetzt im letzten Kapitel 1011 hat er eine weitere Nachricht von Rum bekommen, dass er sich mit dieser Informationsbeschaffung über Shinichi Gudo beeilen soll. Beeilen soll, das heißt, er ist unter Zugzwang, muss also jetzt wirklich handeln, um natürlich hier die Nummer 2 der schwarzen Organisation Beweise bzw. irgendetwas zu geben, damit diese obere Region bzw. Rum einfach nicht sauer wird. Ja, denn Amuro ist ja bekanntermaßen der beste und effektivste Spürhund der schwarzen Organisation.
Also, angefangen mit diesem Gerüst, was ich euch gegeben habe am 1.4., jetzt sind noch weitere Hinweise dazugekommen, die diese gesamte Theorie bestärken. Das ist es also, ja, am 1.4. erwähne ich an der Stelle nochmal. Hack will man natürlich auch kriegen, nein, Spaß beiseite. Was denkt ihr, wo wird dieses Aufeinandertreffen stattfinden? Denkt ihr auch mit all diesen Hinweisen und so weiter und so fort, dass es im Hause von Shinichi abläuft? Oder habt ihr vielleicht noch einen weiteren Hinweis, beziehungsweise ein anderes Szenario im Kopf? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn ihr eure Gedanken in den Kommentaren niederschreibt. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Arkai. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Mittwochabend und ich gucke mir jetzt Real Madrid gegen Bayern an. Und ihr wisst Bescheid, die Quote ist auf Real Madrid Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Arkai.